Hallo und willkommen in der Technik-Video-Welt. Wir zeigen euch heute mal bei Motorola-Smartphones, wie ihr da eure eigene Rufnummer unterdrücken könnt bei ausgehenden Anrufen. Das heißt, wie ihr anonym anruft. Ist immer eine unbeliebte Geschichte, weil man ja selbst wahrscheinlich auch nicht so gerne anonym angerufen werden möchte. Aber kann ja auch mal sein, dass ihr Gutes im Schilde führt, jemanden vielleicht zum Geburtstag gratulieren möchtet und überraschen möchtet, so dass eben euer Anrufpartner im Vorfeld nicht weiß, wer da anruft. Dafür ist natürlich das anonyme Anrufen eine praktische Sache. Wir zeigen euch auf jeden Fall, wie es funktioniert bei eurem Motorola-Smartphone. Viel Spaß dabei. Ja, wir wollen euch in diesem Video einmal zeigen, wie ihr bei eurem Motorola-Smartphone bzw. Motorola-Handy eure Rufnummer unterdrücken könnt. Das heißt, ihr ruft jemanden an, der kann aber nicht sehen, wer da anruft, weil eben eure Nummer unterdrückt wird. Das steht dann entweder irgendwie bei diesem jemand eingehender Anruf, anonyme Nummer oder unterdrückte Nummer oder wie auch immer. Ja, müsst ihr euch überlegen, ob ihr da wirklich Gebrauch von machen wollt. Die meisten Leute heutzutage haben es generell so eingestellt, wir haben dazu auch ein extra Tutorial hier, dass man eben solche Nummern generell blockiert. Das heißt, jemand, der seine Nummer unterdrückt, der kommt bei mir gar nicht durch. Ich habe das zum Beispiel bei mir auch so eingestellt, weil für mich gibt es keinen Grund, seine eigene Rufnummer zu unterdrücken, wenn man denn nichts Böses im Schilde führt. Und ja, die Leute, die was Böses im Schilde führen, die ihre Nummer unterdrücken, die kann man ja auch rein gewissens dann ignorieren bzw. sogar blockieren. Deswegen seid euch bewusst, dass wenn ihr von dieser Funktion Gebrauch macht, ihr da eventuell gar nicht mit durchkommt, da wo ihr anrufen wollt. Aber wir gucken uns das trotzdem einmal an. Wir müssen dazu, um das einzustellen, nicht in die Einstellungen, wie gewöhnlich bei allen anderen Einstellungen des Telefons, sondern in die App, womit wir telefonieren, also unsere Telefon-App. Da klicke ich jetzt mal drauf. Übrigens rechts das Moto G53, links das Razer 2022. Diese Geschichte gilt aber komplett übergreifend für alle Motorola-Smartphones, genauso auch für andere Hersteller und andere Smartphones. Das ist eben Android-basiert, das Ganze, diese Funktion, und auch an gesetzliche Dinge gekoppelt. Und ja, deswegen ist das immer relativ ähnlich. Wir zeigen es jetzt hier eben einmal für den Bereich Motorola. Das heißt, wenn ihr ein Motorola-Smartphone habt, seht ihr es zum einen. Und wenn ihr ein anderes Modell habt, seid euch sicher, es sieht da genauso aus und funktioniert gleichermaßen. Also, wir sind hier in der Telefon-App und müssen dann hier oben einmal, ich hole es mal ein bisschen näher ran, auf diese drei Punkte in dieser Leiste klicken und dann die Einstellungen aufrufen. Das mache ich jetzt auch mal bei beiden Geräten wieder gleichzeitig hier. Zack. Und in den Einstellungen von der Telefon-App, da sehen wir so ein bisschen Unterschiede vom Razer 2022 zum Moto G53. Ich schätze, dass die anderen G23, G13, was es alles gibt, ich glaube, die sehen alle ähnlich aus wie dieses. Beim Razer 2022 hat man sich da scheinbar ein bisschen was anderes einfallen lassen, beziehungsweise ist einfach anders, ja, aufgeteilt und auch andere Bezeichnungen teilweise gegeben. Zum Beispiel die Anrufblockierung, wie es hier heißt hier blockierte Nummern. Aber der Bereich, wo wir hin müssen, heißt hier bei beiden Geräten gleich, nämlich die Anrufkonten. Da müssen wir einmal drauf, zack. Und jetzt haben wir einen Unterschied, der aber an uns liegt, denn hier rechts in dem Gerät haben wir gar keine SIM-Karte eingelegt. Das heißt, die Reise hört hier jetzt auf für mich. Ich kann hier nichts weiter drücken. Ich muss, um meine eigene Nummer natürlich verbergen zu wollen oder wie auch immer, eben natürlich auch eine SIM-Karte eingelegt haben. Wir haben jetzt hier gerade nur eine SIM-Karte, die habe ich ins Razer 2022 geschoben. Deswegen gucken wir uns das jetzt an diesem Gerät einmal an. Das Moto G53 lege ich mal ein bisschen aus dem Blickfeld. Und jetzt gucken wir, wir haben hier eine SIM-Karte, das soll das Ganze hier darstellen. Ich habe Congstar als Anbieter und bei euch steht da dann wahrscheinlich was anderes. Vielleicht habt ihr auch zwei SIM-Karten, dann steht da 1-2. Hier steht jetzt nur eine, weil wir eine eingelegt haben. Und dann komme ich hier in den Bereich weitere Einstellungen, habe hier verschiedene Geschichten, WLAN-Call, Anrufweiterleitung, Anrufsperre und als letzten Punkt zusätzliche Einstellungen. Das muss ich aufrufen und dann habe ich hier oben den Menüeintrag Anrufer-ID neben dem Bereich Anklopfen und da klicke ich einmal drauf und so sieht das Ganze jetzt aus, wo wir letzten Endes hinwollen. Ihr seht schon, das Ganze ist sehr weit versteckt im System, also es ist nicht was, was man mal eben hier runterwischt und aktiviert. Dann würden es wahrscheinlich wieder viel mehr Leute machen und ja, ich glaube, davon soll ja nicht unbedingt Gebrauch gemacht werden. Es ist wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen vielleicht noch irgendwie erlaubt oder möglich oder wird angeboten. Auf jeden Fall können wir hier entscheiden, was wir wollen. Netzwerk-Standardeinstellung, so ist es eben normal eingestellt, wenn ihr das Gerät erst
eingerichtet habt oder wie auch immer, wenn ihr es werkseitig bekommen habt. Und dann können wir Rufnummer unterdrücken oder Rufnummer permanent anzeigen. Das ist eben, dass das tatsächlich immer eure Rufnummer angezeigt wird. Hier ist es dann manchmal so, ja, wie gesagt, vom Netzbetreiber irgendwie abhängig, ob das Ganze dann aktiv ist oder nicht. Und wenn ihr unterdrücken wollt, wählt ihr einfach das mittlere aus. Ihr seht, dann ist man sofort aus dem Menü heraus. Hier oben steht dann die Info, Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt. Das heißt, wenn ich hier wieder reinkomme in diesen Bereich, dann sehe ich hier schon, ich muss da gar nicht erst draufklicken, was Sache ist. Steht ja immer drunter netterweise. Und jetzt ist es eben so, dass ich meine Anrufer-ID, meine Telefonnummer sozusagen unterdrücke bei meinem nächsten ausgehenden Anruf. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden anrufe, sofern er die nicht blockiert hat, steht da anonyme Nummer oder wie auch immer, oder unterdrückte Nummer. Wenn er die blockiert hat, kriegt derjenige wahrscheinlich gar nichts davon mit, dass ich versuche, ihn anzurufen, denn das ist ja die Funktion des Blockierens solcher anonymen Anrufe. Und ihr kriegt dann eben in dem Fall ein Besetzzeichen oder wie auch immer. Also, denkt dran, wenn ihr das nur für eine Aktion mal machen wollt, wenn ihr zum Beispiel mal jemanden anrufen wollt als Überraschung oder wie auch immer, oder ihn vielleicht auch mal veräppeln wollt, einen guten Freund, bei dem man sich das erlauben kann, dann könnt ihr das natürlich mal machen. Aber denkt dran, dass ihr das nach dem Anruf auch wieder umschaltet, weil sonst kann es eben sein, dass ihr, wie gesagt, euch wundert, dass immer bei allen Leuten besetzt ist, beziehungsweise, dass keiner rangeht, weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht an Nummern rangehe, die unterdrückt sind. Zumal ich sie ja eh schon blockiert habe. Also, dann switcht das einfach wieder um. Könnt ihr wieder auf Netzwerkeinstellungen umswitchen. Und dann steht da wieder zur Anzeige der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen Standardeinstellungen des Netzbetreibers verwenden. Und alles ist wieder gut. Also, das solltet ihr unbedingt bedenken. Ihr werdet euch ja dann spätestens wundern, wenn keiner mehr eure Anrufe entgegennimmt. Vielleicht erinnert ihr euch dann dran, ach ja, das hatte ich ja mal umgestellt. Habe ich auch schon mal vergessen. Ich hatte das auch mal hier schon fürs Video mit einem vorgeführten Anruf. Und dann hatte ich das nachher auch vergessen, wieder zurückzustellen und ja, dann fragte man mich dann irgendwann mal beim nächsten Treffen, sag mal, irgendwie komme ich gar nicht mehr bei dir durch, was ist da los? Also denkt dran, das wieder umzuschalten und dann hoffe ich, dass ich euch hiermit ein bisschen helfen konnte. Guckt euch auch das Tutorial an, wo es um das Blockieren von anonymen Anrufern geht. Das ist auf jeden Fall hilfreich, das sollte jeder so einstellen. Und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Motorola-Smartphone und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Lasst noch gerne einen Daumen nach oben für uns da und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!